Und Disney, Nanu? Aha, aha. Wichtige Informationen, wie immer. Was ist das? Nein. Oha. Mit anderen Worten, dunkle Grüße und willkommen, liebe Leute, zum ehemaligen Xenoblade Sonntag. Jetzt wird's wohl eine Weile der Kingdom Hearts Sonntag sein. Ich begrüße euch. Hallo Shadow, willkommen im Lurk. Hallo Fenra, welch seltenes Gesicht so ohne Raid und überhaupt sowieso. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Und ich passe mal ganz kurz den Streamtitel an, denn die Überraschung ist jetzt aus dem Sack. Und so. Kingdom Hearts. Das wird's ab jetzt nämlich. Jawohl. Ich bin mal freiwillig. Ist okay. Höre ich natürlich sehr gerne und überhaupt sowieso. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich muss vielleicht gerade die Musik ein bisschen leiser machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Ich habe noch keine Soundoptimierung. Ihr müsst sagen, wenn irgendwas vom Spiel sonst zu leise, zu laut ist, damit ich das entsprechend anpassen kann. Jedenfalls, ja, wie es halt so ist, ne? Vorbei ist es mit Xenoblade, kann man nichts machen. Aber wir haben ja noch eine andere lange JRPG-Reihe, zum Glück, die erstmal das nächste Jahr oder so dann den Sonntagabend füllen wird. Hab mir dann einfach mal die Kingdom Hearts Collection geholt, weil war längst überfällig. Muss das, ist echt ein bisschen laut, warte kurz. Nee, so geht das nicht. Das merke ich jetzt schon. Ah! Na, das sind keine Nintendo-Controller, das ist, das andere Ding. Audio. Nee. Komm. Mal großzügig hier zwei runter. Auch das. Läuft. Klingt unverändert irgendwie. Was zum Teufel? Ich mach's nochmal. Besser. Momentan ist die Menümusik eventuell etwas laut. Ja, genau, das habe ich auch gerade gemerkt. Mhm. Gut, okay. Hoffen wir, es passt einigermaßen so. Ich kann aufgrund meines Ausschlags gehen, den ich bei OBS habe. Der ist im Rahmen und meine Stimme ist deutlich mehr als das, aber das ist ja nicht immer das Eigentliche, was man raushört. Egal. Liebe Leute, wir fangen an mit Kingdom Hearts Final Mix, weil erster Teil der Reihe. Ich spiele das Spiel quasi in der Reihenfolge, wie mir diese Remaster-Version, Collection, Compilation, whatever, mir das vorgibt. Ja, ist klar, Fenra. Ist klar. Ich weiß, es gibt eine chronologische Order, das Spiel, die Spielreihe zu spielen, wenn es nach Spielchronologie geht, also wann was passiert. Ich glaube, das hier ist aber die Veröffentlichungsreihenfolge, die das, die Compilations vorgibt. Die finde ich, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Ich selbst habe bisher tatsächlich bloß einen einzigen Teil komplett durchgespielt, jemals. Und das war dieser hier, damals auf dem DS, bin ich mir recht sicher war es. Ja, Nintendo DS doch. Ich glaube, es war DS gewesen, tatsächlich nicht 3DS. Fand ich unglaublich geil, tatsächlich. Hab jetzt aber erst erfahren beim Kauf der ganzen Collection, dass es das hier, als auch Recoded, komplett nur in Videoform gibt. Also man hat nur die Cutscenes. Die Spiele selbst kann man gar nicht spielen in der Compilation, was ganz schön arm ist. Es wurde nicht portiert für moderne Konsolen oder remastered, rebooted, remaked, whatever, leider. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, weil Square Enix hat sich so ein bisschen komisch beim Stream. Die wollen nicht, dass man primär zur Unterhaltung streamt. Das heißt, Musik und Videosequenzen sollen nicht zur Schau gestellt werden. Deswegen glaube ich, kann ich auch dann Kingdom Hearts 358 Days, bla, gar nicht zeigen im Stream, was ich sehr doof finde. Aber gut. Whatever. Wahrscheinlich sowieso zu lang für den Stream. Wir fangen einfach an mit dem Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Nee, was nie groß durchgespielt. Und Kuri, noble Grüße, willkommen hier. Bisschen spät, ne? So, und lange Rede, gar keinen Sinn. Los geht er. Kingdom Hearts Final Mix, Tylos Einsos. Auch übrigens, muss ich noch erwähnen an der Stelle, jetzt mal, ich komme jetzt vom Hauptmenü in das Untermenü, nur dass ihr nicht wundert, das Spiel startet noch nicht. Ist auch ein bisschen komisch gemacht irgendwie, es ist halt das Hauptmenü irgendwie und man wird dann weitergeleitet zum eigentlichen Spielemenü. Whatever. Ja, ich sag oft whatever heute, ich merke schon. Das Ding ist, Kingdom Hearts 1 und 2, die haben eine deutsche Synchro. Kann ich hier nochmal einstellen mit Sound? Nee. Das klingt mir so lauter irgendwie. So. Nervt mich. Hatten alle beide deutsche Synchro gehabt. Tatsächlich ist die deutsche Synchro aber komplett nicht enthalten in der Steam-Version oder in der generellen Final Mix irgendwas Edition. Das heißt, ich habe noch ganz fix vorher hier heute zum Glück das Ganze getestet und gemerkt, oh, gar nicht deutsch. Und mir ein Deutsch-Patch geladen, dass wir zumindest die beiden Teile auf Deutsch genießen können.
Die Handheld-Ableger hatten sowieso, glaube ich, nie eine deutsche Sprachausgabe und Teil 3 hat auch nie eine bekommen, aus irgendwelchen dummen Gründen, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, wisst ihr, wir spielen es auf Deutsch, also Titel sowieso, Untertitel und so weiter, aber auch mit Sprache, hoffe ich jedenfalls. Mal sehen, ob es hier glückt ist. Neues Spiel, Final Mix normal, manuell klingt cool, ich hasse automatisch, ja, aber super awesome, läuft. Alter, ich hab's am Eiser gestellt! Wieso? Klappt hier der gleiche Trick wie bei Xenoblade Chronicles? Ja! Disney Interactive Studios. Square Enix. Und Kingdom Hearts. Wow. Ich habe in letzter Zeit so seltsame Gedanken. Ja, es geht. Taffy, dunkle Grüße. Ist das jetzt nur ein Traum oder nicht? Konnte man das Original auf Englisch spielen, wenn es auf Deutsch gekauft wurde auf der Konsole damals? Ich glaube irgendwie nicht. So, ich bin jetzt ruhig, ich bin ab an fürs Intro. Ich klappe zu. So, könnt ihr mich wieder hören? So viel zu tun, übrigens. So wenig Zeit. Ja, das kenne ich gut. Oh, das kenne ich verdammt gut. Lasst dir Zeit. Hab keine Angst. Sagt sich so einfach, ne? Ne? Schneewittchen, die Tür ist noch zu. Gehe nun weiter. Kannst du das? Na klar, ich weiß, wie man laufen kann. Ah, wusste ich's doch. Hui. Ja, also, ich hab schon... Weil ich mich informiert habe wegen dem Streaming und so weiter von Kingdom Hearts. Wie gesagt, offenbar ist Square Enix einfach kacke. Waren die irgendwie schon immer gewesen bei vielen Let's Play Sachen. Auch in den vergangenen Jahren dachte man, es wäre inzwischen besser. Wir haben fucking 2024, aber ist ja egal. Oder aber es ist Disney, was ich mir schon eher vorstellen kann, dass die so eine Arschlöcher sind. Naja, die lassen es halt nicht gerne zu, dass irgendwie Musik oder sowas einfach, keine Ahnung. Wenn man Final Fantasy sowas streamt, gibt es ja auch Probleme, was man da sagen kann. Bei Kingdom Hearts komischerweise nicht. Und da ist ja eigentlich Disney der Lizenzgeber irgendwo. Es ist ja, auch wenn das Square Enix macht, das ist ja, glaube ich, rechtemäßig ein Disney-Spiel, aber eben von Square Enix hergestellt, produziert und so weiter und so fort. Will mich da jetzt nicht verstricken in Dinge, die nicht stimmen, aber so ungefähr habe ich es mal gehört und wer weiß. Auf jeden Fall
ist das ganz schön kacke. So. Aber dass sie jetzt direkt die Musik muten für den Stream, finde ich ja schon was wieder technisch genial gemacht. Ich dachte, das wird im Nachhinein vielleicht von denen entdeckt und gemutet, aber offenbar kaum läuft der Song, ist der Sound des Videos aus. Natürlich doof. Ich muss mal gucken, was ich da jetzt bei YouTube mache. Da kann ich ja theoretisch was den Song ganz rausnehmen, weil dann ist gar kein Effekt mehr da. Vielleicht kann ich den Song wieder anders ein bisschen bearbeiten und durch irgendeinen Effekt durchschauen, dass er nicht sofort irgendwie entdeckt wird und gemutet wird. Muss ich mal gucken, wenn es soweit ist. Aber halt unpraktisch das Ganze. Ist aber wie es ist. Was soll's. Habt ihr alle gespielt? War eindeutig zu viel. Das ist, glaube ich, auch nur der eine Song. Ja, ich glaube, Songs generell von der Frau oder der Gruppe, die das, oder Komponisten, die das gerade gemacht hat. Also, ich habe schon gehört, Intro und Outro betrifft es auf jeden Fall. Der Rest geht wohl, aber Teil 1 wird, bei 2 weiß ich noch gar nicht genau. Ja, das sind Tierchen auf dem Boden, richtig. Und nicht nur irgendwelche, es sind Chip und Chap. oder A-Hörnchen, B-Hörnchen und... Oder naja, auch nicht vielleicht. Oder und da ist Klopfer. Da sind andere Dinge. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 7 Zwerge. Wow. Unglaublich. In dir ruht eine Macht. Gib ihr eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Wähle gut. Für jemanden wie mich, der das Spiel damals nicht spielen konnte, weil keine Playstation und so weiter, und damals nur sah... Waru, dunkle Grüße! Hello. Wie geht's dir so? 7 Zwecke was? 7 Zwecke das? Da auf dem Boden. Auf dem Boden! Jedenfalls, für mich damals, der das Spiel nur anhand von Videosequenzen kannte, im Prinzip oder Zwischensequenzen, die ich mir alle angesehen habe damals, weil, hä, was macht Cloud da? Was macht Sephiroth da? Was soll der Scheiß? Wieso hat Disney so Mist gemacht? Was soll das? Kann nicht sein. Muss ich ja reingucken. Kommt das total komisch. Du denkst nach dem Intro irgendwie... Was ist los? Und dann bist du hier in einer komischen Welt, auf so einem Teller. Ach, keine Ahnung, merkwürdig. Komischer Einstieg irgendwie. Aber nun ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Jedenfalls, wie kannst du nur sowas Niedliches spielen? Es ist Disney, ich kann nichts dafür. Ich spiele das hauptsächlich wegen der Nicht-Disney-Sachen. Tatsächlich. Und nein, alles cool. Der Ruf ist dunkelböse, wie er sein soll. Ich sehe mich da unangetastet. Davi, spinnst du oder was? Hier steckt ja vor allem Square Enix drin, so. Vergesst, also gesagt habe bisher, das ist Square Enix. So, ich nehme an, das ist Verteidiger hier. Ich wusste gar nicht, dass man verschiedene Klassen spielen kann. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft, nicht meins. Ein Schild, alles abzuwehren. Ist dies die Macht, die du suchst? Nee. Auf keinen Fall. Kann ich mir denken, Zauberer mit Mickey Maus Ohren. Nee, danke. Ich bin Krieger! Wie gesagt, ich habe bisher nur einen Teil komplett gespielt und das war ein Ableger. Und da war es keine Klassenwahl. Die Macht des Kriegers. Unbeugsamer Mut. Ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. Das klingt nach mir. Ja, ich denke schon. Das machen wir. Du stehst auf Schneewittchen. Nee, im Ernst. Geh mal ein Stück zur Seite. Habe ich gemacht. Alles cool. Ja. Ja, nehme ich. Du hast dich entschieden. Krass. Habe ich wohl. Doch, auf was verzichtest du dafür? Hm? Das ist also kein... Hä? Ich glaube, Magie will ich schon haben im Spiel. Macht des Magiers, innere Stärke. Klingt nach mir. Ein Stab, der Wunder bewirken kann. Ich glaube, darauf verzichte ich nicht. Klingt auch nach super krassen Sachen. Dann nehme ich den Verteidiger, den Blocker raus. Wer braucht schon sowas? Aber Magie in einem Kingdom Hearts nicht nutzen können, wäre, glaube ich, dumm. Oder? So, weg damit. Das ist auch nur irgendwie so ein Fokus, auf was du auf den Bonus bekommst beim Damage. Ach so, okay. Ja, dann weg damit. Also ich kenne Kingdom Hearts so, dass ich viel Magie einsetze, daher Hauptangriff und dann Dings. Ja, ich glaube schon. Mein Controller vibriert. Ui, was für eine bahnbrechende Technologie. Oh. Ich höre gerade zu viele Final Fantasy Sounds gerade irgendwie raus, die ich so aus Teil 7 und 8 kenne. Voll gut. Das ist springendes Eis von Shiva. Oh ne, noch so eine Prinzessin. Ugh. Das Spiel sieht seltsam aus. Erinnert mich an Zelda und Disney und FF. Ich bin verwirrt. Du kennst Kingdom Hearts nicht, Black Waru? Du kennst Kingdom Hearts nicht? Du hast die Macht zum Kämpfen erworben. Aber ich habe sie ja nicht vorher schon gehabt. Warte mal ganz kurz. Jetzt, da, für diese Aussage, Waru, ne, ganz ehrlich. Das kann ja wohl nicht sein. Alter, das ist ja wohl nicht sein Ernst. Hier. Anti-Shoutout. So ist es nämlich.
Guckt mal rüber zu Varu, wenn ihr Zeit habt. Ihr wisst ja, unser Witcher-Spieler und aktuell noch Horizon Forbidden West oder... Ach, Horizon irgendwas. Teil 1 oder Teil 2. Keine Ahnung, merke ich mir mal nicht. Immer samstags und sonntags. Mhm. Ihr kennt die Rede. Ich mache da jetzt nicht mehr draus, als es sein muss. Ne? Hier ist so ein Massagestuhl und der vibriert, dann bist du voll im Spiel. Ja, das wäre hammergeil. Da habe ich bloß einen generell hochwertigen Stuhl, aber keine Massagefunktion. Drücke A zum Angreifen. Gewonnen. Genau, du hast es erfasst. Benutze diese Macht, um dich und andere zu beschützen. Ich denke, das Schwert ist zum Angreifen, dann der Schild zum Schützen. Oh, grünes Lebensanzeige. Hey, LP. Warum nicht HP? Ich mag Lebenspunkte nicht. Ich mag Heldenpunkte. Ich weiß, es hat Hitpoints mit HP, aber ich mag Heldenpunkte HP. Das war das, was mich immer mit Final Fantasy in Verbindung brachte. HP. LP, wie dumm. Wenn deine LP aufgebraucht sind, bababa. Ja, bin ich Game Over. Blaues Magie, danke auch soweit. Ganz doof bin ich dann doch nicht. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dein Licht hell erstrahlen. Das Wort lasse gibt's übrigens gar nicht. Also lass dein Licht erstrahlen, so Quatsch. Natürlich heißt es lass und ich lasse dein Licht erstrahlen. Scheuert. Samira, dunkle Grüße, Hallöle, Pöle. Ha, es gibt XP, wenn man Gegner tötet. Sowas aber auch. Völlig überraschend. Na du? Wer war das hier? Das war Cinderella, ne? Die Troller hier unten? Ja, das war Cinderella. Muss kurz überlegen. Ja, ich bin nicht so Disney-fest. Oh, was war das denn? Aha. Egal. Items. Ja, wo denn? Die kannst du aufnehmen, wenn du näher rangehst. Cool. Viele verschiedene Items. Hey, guck einer an. Die können zum Beispiel LP oder MP auffüllen. Wer hätte es gedacht? Hab den Namen schon häufig gehört, aber sehen tue ich es zum ersten Mal. Was zum Teufel, Varu? Ich meine, ich habe es ja auch nie groß gespielt, weil keine Playstation, aber kennen muss man das doch. Man merkt, du bist so der West-RPG-Zocker, wenn überhaupt. Du bist nicht so im japanischen Genre-Spiel-Dingens drin. Das ist mir nicht schon zum ersten Mal aufgefallen, aber gut. Wie ein Goldständer, ja genau so. Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren. Aber du kannst auch mit einem beliebigen mit RB erfassen. Das ist der obere, glaube ich. Ich komme von der Switch, ich komme vom Steam Deck und jetzt habe ich hier wieder einen Xbox-Controller vor mir. Das irritiert alles, die ganzen Rückwärtsbezeichnungen hier. Wer das Ziel erfasst ist, erscheint oben links im Bild das Wort anvisiert. Schwierig, da ist mein Kamerabild. Während du ein Ziel anvisierst, wird deine Handlungsweise eingeschränkt, besonders gegenüber anderen Zielen. Ergibt Sinn, nicht? Drück nochmals RB, um das Ziel wieder freizugeben. Ah, ja, ihr könnt es nicht sehen, es ist von meinem wunderschönen Bild verdeckt, aber ist nicht schlimm. Ah. Stirb! Au, ja, nimm das! Aha. Hihi. Oh, stimmt! Nee, habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie das Spiel klein ist auf einmal. Die ganze Zeit schon da eben gerade erst, Varu. Das sollte eigentlich so nicht sein. Das sollte... Wieso ist das so... Hä? Nein, das sollte nicht so sein. Spielproblem. Ich bin ganz normal auf meiner... Seit circa einer Minute ist das so. Was? Ich kann auch gerade nicht ins Menü, glaube ich. Ist bestimmt irgendwie in-game falsch eingestellt. Ich weiß gerade nicht. Müsste eigentlich ganz normal sein. Warte ein Stück, wenn ich jetzt mal auf diesen Modus gehe. Ist auch hier kleiner tatsächlich, okay. Das sollte so nicht sein. Also ich habe ganz normales Vollbild bei mir auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Awesome. Das gefällt mir aber nicht. Moment. Da muss ich mal kurz ran. Was soll denn der Quatsch? Aber das hat ja dann nichts mit OBS zu tun, sondern mit dem Spiel. Das ist ja ekelhaft. Da kann ich, glaube ich, gerade gar nicht viel machen. Und hoffe mal, dass es gleich wieder ordentlich ist. Ich mag gar nichts kaputt. Was soll denn das? Ein Hilfs-Icon. Cool. Okay. Spezielle Kommandos. Wie zum Beispiel Untersuche mit Y. Ich weiß es nicht, Varu. Weil das ist, wie gesagt, keine OBS-Sache. Da habe ich nichts. Es muss im Spiel irgendwas sein. Ich kann sie nicht noch nicht öffnen. Wenn ich hier ins Menü komme, kann ich gucken, ob ich da was einstellen kann. Ich habe bisher nicht mal speichern können, glaube ich. Was soll denn das? Drückt, nee, passiert auch nichts. Ich habe keine Option, ich kann nur Pause machen. Ich kann nicht ins Menü, das ist voll doof.
Escape? Auch nicht. Wah. Wir erdulden das mal ganz kurz. Wir werden das schon hinkriegen gleich. Ja, wie gesagt, wie es geht in OBS ist mir klar. Warum? Das ist ja kein OBS-Problem. Ich habe es ja in OBS nicht geändert. Ich kann mal gucken, aber... Moment. Spielquelle. Da ist es. Oh. Jetzt habe ich es ausgemacht, wieder angemacht. Da ist es wieder, okay. Aber es ist auch ganz normal. Wieso ist es klein geworden? Was soll das? Na toll, jetzt muss ich ein bisschen raten. Oh, ich habe mir das Ewigkeit denken. Wieso ist das kleiner geworden? Was soll der Mist? Siehst du, Disney ist wieder mal schuld, war ja klar. So, ein bisschen zurechtfummeln hier. Alter. Ich habe keinen Plan, wieso das verstellt wurde einfach so. Ich habe nichts. Ich habe nicht mal einen Shortcut für sowas. Muss trotzdem am Spiel liegen irgendwie. Rick, was für Samira? Aus Frust. Merkwürdig. Zumal, ich habe ja PC-Spiel hier, ich habe ja die Größe auf Lock. Also ich habe ja das Schloss zu. Er kann sich nichts verändern eigentlich. Ich muss das Schloss gerade auflösen, um das wieder näher zu schieben. Das wird immer kleiner, wenn du so im Level rumhackst. Ja, ich glaube auch. Wie es geht, weiß ich auch. Ich habe es nur nicht gedacht darüber, weil, wie gesagt, ich hatte es OBS-unabhängig gerade. Sehr merkwürdig. Stirb. Items aus Gegenständen. Ja, Hammer. Das sind so richtig coole Sachen. Das kann doch nicht sein, irgendwie. Tschüss, Samira. Viel Spaß im Lörg. Ah. LT. Sie haben sie hier umschalten. Ah, awesome. Ich muss direkt nachher nochmal, also gut, nachher ist gut, dann in 3 Stunden oder so gucken, ob es bei anderen Spielen auch ordentlich ist oder ob es am Kingdom Hearts an sich liegt, was ich erstmal denken würde. Die Bildschirmfenstergrößen-Dingens. Ganz, ganz kurios. Darf es nicht sein eigentlich. Moment. So. Selfie. Warte, die Tür wird noch nicht aufgehen. Erzähl mir zuerst mehr von dir. Okay. Und das Bagger? Drücke N. Nee, ich hab doch. Ah. Ah, okay. Cool. Drücke erneut nochmal. Das habe ich schon gemacht eben gerade. Das ist dieser hier. Wusch und wusch. Na, wer kennt sie? Selfie aus Final Fantasy. 8, genau. Kommando Y zum Ansprechen. Okay, cool. Und hier drüben haben wir Bakka aus Final Fantasy 10, ganz genau. Scheißteil. Und da haben wir Tidus aus Final Fantasy 10, schon wieder. Scheißteil. Ja, gut. So, dann, was gibt's zu sagen, Selfie? Was bedeutet dir am meisten? Nummer 1 zu sein. Freundschaft. Mein wertvoller Besitz. Nummer 1 zu sein, natürlich. Power to the Tower. Es ist so wichtig, Nummer 1 zu sein. Ja, scheinbar schon. Was ist dir wichtig im Leben? Sehr viele Dinge sehen, Welt erkunden, stark sein. Ah, ich bin hier voll der Kämpfer einfach. Stark sein? Ja, wird doch gesagt. Und? Wovon hast du Angst? Alt zu werden. Anders zu sein. Unentschlossen zu sein. Vor allen Dingen eher das, ne? Unentschlossenheit ist nicht gut. Unentschlossenheiten? Ist das echt so schlimm? Mann, was soll ich denn fragen, ey? Ich soll mich entscheiden. Du möchtest die Nummer 1 sein, du möchtest stark sein, du hast Angst davor, unentschlossen zu sein. Mhm. Kommt hin. Nein, war es nicht, Duffy, das war Schrott. Untergang der Reihe. Dein Abenteuer beginnt in der Nacht. Nach einem beschwerlichen Weg erwartet dich die aufgehende Sonne. Klingt gut. Denke ich. X2 wäre richtig Schrott. Aber das Kampfsystem war in beiden Teilen cool. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern, zugleich sehr nah. Übrigens. Ich stelle mir gerade vor, wie du so als Schaden im Spiel aussehen würdest. Sehr interessant. Bleib lang genug dran und meine Inkarnation in dem Spiel kommt ja vor an Kingdom Hearts. Das Spiel ist also eine Mischung aus verschiedenen Spielen. Um was geht's da im Spiel? Spielst du zum zweiten oder dritten Mal? Ich spiele es zum ersten Mal, Waru. Spiel Kingdom Hearts zum ersten Mal. Teil 1 zum ersten Mal.
Ich habe einen Ableger gespielt vor langer Zeit, der war für den DS, der hat mich durchgespielt. Und ich habe den 3DS-Ableger Dream Drop Distance gespielt, aber nie durch. Ich weiß gar nicht, warum, ich habe es nie durchgespielt irgendwie. Daher, ja, ich kenne grob die Handlung, aber das heißt, bei Kingdom Hearts überhaupt nichts zu heißen, weil die Handlung komplett wirr ist. Und noch deswegen will ich es mir eigentlich mal selbst antun, um da auch mal durchzusehen, weil ich habe keine Ahnung einfach. Ich habe schlicht keine Ahnung. Danke, Kurin, so ist es ja auch. Also, Mini-Bildschirm, na endlich. Oder auch nicht? Ich habe so einen Button gar nicht. Ich habe nach rechts und nach links auf meinem Xbox. Egal. Inventar, Status, bla, ist alles toll. So, wer ist das eigentlich als Prinzessin hier? Dornröschen? Ja, Dornröschen. Ach, mir Herzlose. Spoiler, die heißen Herzlose übrigens. Oder The Heartless. Im Englisch. Hi, oh. Weiter raus in die Kamera? Hast du dich dran? Das gefällt mir irgendwie nicht so. Next. Au. Ah. Ausweichen oder was kann ich nicht machen, oder? Irgendwie nicht so. Zack, zack, zack. Aua. Blocken? Echt nicht. Ich dachte, ich kann irgendwie blocken oder ausweichen. Beides geht nicht. Hopp vielleicht noch oder kommt erst in späteren Spielen dazu? Weil er muss sich ja was für die Zukunft aufbewahren, ne? Um noch was Verblüffendes hinzukriegen irgendwann. Schätze ich. Nur von dem Spiel, Varo. Nur von dem Spiel. Nur was die Handlung angeht. Das Problem ist, die Story ist über alle Spiele verteilt. Ja, normal, ne? So soll es ja auch sein bei der Zusammenhängenreihe. Auf allen, das heißt genau, auf allen Plattformen, das ist das Problem. Darum ist ja auch diese Final Mix-Sache eigentlich ganz cool, weil ja alle Spiele erstmalig auf einer Plattform zu finden sind. Außer eben, wie gesagt, mein Lieblingsspiel davon, was ich durchgespielt habe. Also, das ist mein Lieblingsspiel. Denn das gibt es nur in Videosequenzform, was doof ist, aber zumindest wird da die Handlung zusammengefasst. Aber ich kann es euch nicht zeigen, weil darf ich nicht. Und, Rechained. Oder das andere, eins von beiden. Was für den GBA, glaube ich, kam. Ist auch nur zusammengefasst. Das ist traurig. Schwache Sache, Square Enix. Schwache Sache. Ein Speicherpunkt, na endlich. Speichern mit Y, kriegen wir hin. Schön Final Fantasy-artig. Mit Speicherpunkten arbeiten, das leide ich ja richtig gut. Ja, ich leide das gut. Tolles Deutsch. Dann speichern wir. Oh ja, ich kann ins Menü. Und nee, ich will, glaube ich, ganz kurz mal ins Titelmenü, ja. Einfach nur, um zu sehen, ob der Bildschirm sich jetzt wieder anpasst oder auch nicht. Das ist echt merkwürdig. Chain of Memories, Kampf des Jahrtausends. Ich habe sie gespielt. Gar nicht wahr. Ich habe es mal angezockt gehabt, glaube ich. Aber, guck mal, das ist wieder aufgeblasen, siehst du? Das ist wieder zu groß, tatsächlich. Ich sag ja, mein Fenster war nicht zu klein. Ich habe jetzt die richtige... Ist ja merkwürdig. Also das Spiel selbst würde ich auch mal kleiner machen, ist ja bescheuert. Ich glaube, da werde ich mir für Kingdom Hearts ein extra Fenster machen, denn es kann ja so nicht sein, dass ich da in meinem Fenster keinen groß machen muss. Dass die künftigen Sonntagewochen... Oder auch nicht, jetzt ist es wie sein soll. Hä? Oh, was, willst du mich rollen? Also wir sehen schon, wir haben Probleme mit dem Spiel. Ganz große Probleme. Jetzt muss ich auf den vorigen Dings zurückkriegen, das gibt's ja gar nicht. Dauert nur ein Sekündchen, ne? Das ist klar. Perfekt reinbuxieren wieder ins Fenster. Ich habe damals so viele Mühe gemacht, das richtig reinzumachen, das Fenster. Das wird schon ein bisschen kleiner, ein bisschen größer als vorher sein. Nervig. So. Hoffe, das passt jetzt wieder ungefähr so, wie es vorher auch war. Sieht aber eigentlich ganz passig aus. Ist das doof. Ah. Ja, ist auf jeden Fall das Spiel. Hatte ich auch nicht ja bisher, Varo. Auch noch nicht, keine Ahnung. Steam-Version halt. Du, ich hab's auch nicht bei mir auf dem Bildschirm. Das ist nur bei OBS, das ist nur, was ihr seht. Mein Bild ist immer Vollbild. Das hat mit PC nichts zu tun. Also es ist OBS und wie es zusammenpasst. Also, das ist kein Ding. Was kann ich hier einstellen? Nee, ne? Nee, hier habe ich keine Möglichkeit, Auflösung einzustellen. Es gibt bloß ein Hauptmenü. Es ist ja merkwürdig. Tja, naja, was soll ich machen? Wie schneller laufen? Geht das irgendwie? Klick, klack, klock, nein. Boah, bin ich langsam.
Und die Kamera ist auch so dicht dran, finde ich auch voll schlimm. Rauszoomen würde ich ganz gerne. Eieieiei. Dann haben wir hier Belle. Ah, ich glaube, es ist Belle. Ist nicht direkt eine Prinzessin, oder? Je näher du im Licht kommst, desto größer wird dein Schatten. Boah, wie tiefgründig. Jetzt kommt Lucky Luke. Aber hab keine Angst. Habe keine Angst. Komische Füße. Und vergiss nicht, dass der Kopf gespalten ist. Also was soll's, der kann nichts machen. Der ist ein bisschen größer geworden. Ah, ach oh, kein Loch im Kopf, er hat ein Herzloch im Körper. Und da umständlich schmerzhaft dafür als das andere. Kann ich jetzt angreifen oder ich dann selbst Schaden nehmen? Nee, ich nehme noch ein bisschen Schaden, oder? Aua. Schöne Musik, ist ein bisschen dezent, aber ich finde sie ganz nett. Aua. Ich kann nicht ausweichen, das ist voll doof. Oh oh. Gib mir die XP-Punkte. Ah, weitermachen. Schatten auf Steroide. Autsch! Sag mal, sonst geht's uns oder was? Na? Wo ist denn der Arm? Der nächste. Warum stirbst du denn nicht? Aua. Was level ich immer auf hier? Ich hab schon so viele Punkte gesammelt zum Leveln. Nichts passiert. Sauerei. Punkte. Ich hätte gerne einen größeren Einsammelradius. Geht das irgendwie? Nein. Bleib mal. Ich würde gerne seine Lebenspunkte sehen oder sowas in Richtung. Weil er den größeren hat, deshalb stirbt er nicht. Ah ja, den größeren natürlich. Typisches Problem von sowas. Ah, Angriffskraft plus. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's. Gönnen wir uns. Zeitlupenmäßig. Na, Medusa-Schattenkopf, die ist. Ups. Ich wähle Messer und Gabel. Aber hab keine Angst. Denn jetzt kommt der richtige Mega-Schatten. Sephiroth-Herzplay nämlich. Du besitzt die mächtigste aller Waffen. Lange Haare. Also vergiss nicht. Du bist derjenige, der die Tür öffnen wird. Ist euch aufgefallen, dass in vielen solcher Stories eine Tür eine Rolle spielt, die man öffnen muss? Oder die unzuöffnenbar erscheint? Ist wirklich so. Türen. Ganz oft genutzte Metapher in solchen Sachen. Weiß nicht wieso. Sah aus wie der Strand von Final Fantasy 8 im Intro. Oh, ich mach mal hier eben weg. Sequenz, glaube ich. Hast du mich erschreckt, Kairi? Sura, du Faultier. War klar, dass ich dich hier unten bei deinem Nickerchen finde. Oh, krass, du bist synchron. Nein, ich hab so ein schwarzes Ding verschluckt. Ich bekam keine Luft. Au. Träumst du immer noch? Das war kein Traum. Oder doch? Keine Ahnung. Was war das für ein Ort? So merkwürdig. Ja, klar. Sag, Kairi, wie war deine Heimatstadt so, wo du aufgewachsen bist? Ich hab doch gesagt, ich erinnere mich nicht. An gar nichts? An gar nichts. Willst du mal zurück? Naja, ich bin hier ganz gern. Ach so. Aber weißt du, ich würde sie schon gerne... Oh, ich kann Pause machen, cool. Danke fürs Abo im
15. Monat, wir trinken kurz was. Und ich bin sehr froh, ich kann gerade eine Pause machen. Ich weiß, in den richtigen Sequenzen kann ich nicht pausieren, aber oftmals kann ich in den Ingame-Sequenzen pausieren. Das ist gut, falls bei irgendwer künftig mit irgendwelchen Raid-Alerts kommt mittendrin. Und ich kann doch dann das Ganze anhalten, ganz kurz. Brumi, wie geht's dir? Und zwischen Schatten sein und Schatten haben ist dann doch ein Unterschied. Ja, so ist es wohl. Und der eben hat da einen Schatten. Okay, nehme ich so hin. Ich würde sie auch gerne sehen. Und all die anderen Welten da draußen. Ich will sie alle sehen. Super, geht's eben. Toll. Worauf warten wir denn noch? Hey. Und ich werde hier vergessen, oder was? Tja. So wie es aussieht, darf ich das Floß wohl alleine bauen. Und du bist genauso faul wie er. Blitzmerker. Okay, wir machen das zusammen. Um die Wette. Huh? Was? Soll das ein Witz sein? Fertig? Los! Ich muss gestehen, ich höre ja die... lies mal Text, Luisa, was? Ey, nix mit der Herrschaft. Nein, das ist meine Herrschaft. Pfui, Brumi. Die haben so große Füße, weil im Kingdom Hearts Final Mix alles desinfiziert ist, Fenra. Ja. So ist es nämlich. Karibik. Yeah. Die Insel des Schicksals. Destiny Island. Okay. Ich höre gerade ungelogen die deutschen Stimmen zum ersten Mal. Und muss sagen, hieß er Riku? Der Typ, der Große? Wie unser Noborn-Held in Xenoblade, glaube ich. Oder Rika? Riki? Rick? Wie hieß denn der? Hat eine sehr unpassende Stimme irgendwie dafür, was er... Also der große Typ, der muskulöse Typ, der etwas edgy aussehende Typ. Aber cooles Folgespiel. Achso, Folgespiel. Ah, Folgespiel. Ja, du meinst coole Folge. Das, okay. Okay, Brumi, danke. Nun ja. Ich geh jetzt mal erkunden, weil ich kann's halt. Vielleicht. Ich habe immer im Kopf gehabt, dass ja... Hey! Ich habe ein Holzschwert, ich gerade. Das Kingdom Hearts ein PlayStation 1 Spiel war, aber stimmt ja gar nicht. Das ist ein PlayStation 2 Spiel, ne? Aber so oder so. Das erklärt die etwas hölzernen Animationen und auch Gesichtsanimationen beim Sprechen. Weil das Ganze ja bloß ein Remaster ist und kein Remake oder was auch immer. Das heißt, wie auch in Xenoblade Chronicles 1, dem Remaster, was wir gespielt haben, sind die Animationen halt einfach beschränkt auf das, was damals war. Ja. Mich hat schon immer irritiert, wie groß Geralts Hände sind, wenn er keine Handschuhe anhat. Nun kommen wir an die Disney-Hobbits. Die deutsche Synchro ist immer schlecht? Das stimmt doch. Ist ja so ein Schwachsinn, Duffy. Also ganz ehrlich, das ist jetzt Käse. Gut, ich weiß nicht, ob es bei Kingdom Hearts jetzt generell so ist. Ich finde die bisher okay, nur passt halt seine Stimme nicht wirklich. Aber ich habe eigentlich von allen Leuten, die ich kenne, nur Positives über die deutsche Synchro von Kingdom Hearts gehört. Und ich weiß von anderen Spielen, dass sie auch oftmals einfach mega ist und nicht selten besser als die Originale aus meiner Sicht. Also nein, das kann ich so überhaupt nicht auch nur annähernd unterstützen. Nein. Ey. Hast du was gefunden, für was wir das Floß brauchen, ne? Ich habe meine Sachen Carry gegeben. Cool, ne? Hey Sora, kleines Duell, schnapp den Schwert. Ja klar! Jetzt zeigt sich, wer der Champion ist. Ich... Sag nicht Käse, sonst ist Varo gleich angefüttert. Was? Fertig oder nicht? Ich kann gar nicht, ich muss... Ja, gönn dir, Brumi. Wow. Wow, aua. Und das. Wo bin ich, wo bin ich? 1-0. Wo bin ich? Hä? Was? Ich hab ihn... Hä? Ich hab ihn gehauen, bin da runtergefallen. Ich glaube, jetzt hat er gewonnen dadurch, ne? So ein Shot. Das mache ich nicht nochmal. Hobbits sind cool, nicht singen Hobbits. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hey, was geht ab? Alles klar? Läuft. Bagger, wie im Spiel. Vollidiot. Ah, die Brise tut gut. Selfie hat eine sehr angenehme Stimme dagegen, obwohl sie auch im Prinzip das Bagger-Pendant war aus FF8 zu FF10. Aber die Stimme finde ich gut. Nächste. Schon mal awesome. Ihre Füße oder Käse. Was ist los mit euch? Na du, Surferboy. Hey, Sora. Alles klar bei dir? Kann ich sagen, die Stimme passt auch. Sind ja alles Kinder. Im richtigen Spiel sind die alle erwachsen, nicht wahr?
Da fällt mir ein. War wurde ja anfangs gefragt, das ist also eine Kombination aus Spielen. Das stimmt so nicht. Kingdom Hearts ist halt eine Welt für sich, wo aber aus irgendwelchen Gründen, die ich dir nicht nennen kann, weil ich weiß nicht, ob es da eine Erklärung gibt oder das einfach so ist, die setzt sich ja aus vielen Welten zusammen. Das heißt, die Welten von Final Fantasy 7, 8 oder 9 sind mit drin, warum auch immer, haben aber irgendwie einen eigenen Kosmos, der dem eigentlichen Spiel nichts zu tun hat. Und auch die ganzen Disney-Welten sind irgendwie mit drin, aus irgendwelchen Gründen. Wie gesagt, frag mich nicht, warum wir sowas haben. Es ist einfach die Welt, in der wir hier sind, und da ist das so. Schätze ich. Oh, mir ist hier nichts zu holen. Achso, das sind bananenartige Früchte da oben. Sternifrucht. Käse. Sucht euch einen eigenen, das ist meiner. Ich hatte heute schon Käse. Eine ganze Menge sogar. Hobbits ohne Füße sehen zu müssen, ist okay. Stimme ich zu. So, Kairi. Kannst du den Rest vom Material besorgen, ha? Ja. Okay, du musst Folgendes besorgen. 2 Baumstämme. Ein großes Lag. Und ein Seil. Mist. Ich habe weder Lag noch Seil. Ein Seil habe ich gesehen, aber ich konnte es nicht aufsammeln. Aber Lagen? Keine Ahnung. Das Seil war bei Titus oben, ne? Glaube schon. Ich will sprinten können. Warum kann ich nicht sprinten? Ich bin in der Karibik im Urlaub. Weil ich nicht penibel drauf stand. Okay. Habe ich die PlayStation 2 Sache erwähnt? Damals war es noch nicht alles so smooth wie heutzutage. Schlicht und ergreifend. Ich habe das Gefühl, ich muss Riku besiegen. Wie hieß denn der Typ? Ist der Riku oder täusche ich mich gerade? Um ein Tuch zu kriegen. Oder ist das... Oh, das war's. Hallo! Hey, meine Metal-Alben, was soll denn das? Nee, warte, von Varu. Oder so, okay für mich. Du kannst nicht sprinten, weil du große Füße hast. Ja, man wird wahrscheinlich nur stolpern. Gibt's Sinn. Okay, ja. Kann ich nichts darauf erwidern. Danke, Sora. Ich habe heute auch was gefunden. Hier, das gehört dir. High Potion. Ich beginne das Spiel gerade, gerade erst mal Potions bekommen. Jetzt gibt es schon eine High Potion. Für die Begriffsschutzige unter euch, die das nicht kennen. Aber eine Potion ist eine normale Heilung. Und eine High Potion ist eine größere Heilung in Final Fantasy Spielen. Dunkle Grüße, Vincent Wiesel. Ja, hallöle. Na, zum ersten Mal hier, wie ich sehe. Faszinierend. Wie geht's, wie steht's? So, aber wir wollen los, würde ich sagen. Ganz normale Gesetze der Physik. Ja. Ja, es ist schon spät. Wir machen es morgen zu Ende. Na gut. Kann ich mit leben. Und ich bin raus. Und irgendwo da draußen ist also Kairis zu Hause. Schon möglich. Ja, bin ich tatsächlich, Vincent. Wie kommst aber du darauf? Aber hier erfahren wir das nie. Aber kommen wir mit einem Floß so weit? Wer weiß. Wenn's nicht klappt, denken wir uns was anderes aus. Und wenn du dann in einer anderen Welt bist, was wirst du denn da machen? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Irgendwie habe ich mich immer gefragt, warum sind wir hier auf dieser Insel? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Und mal angenommen, es gibt andere Welten. Dann ist unsere nur ein kleiner Teil von etwas viel größerem. Oh, der Denker. Eigentlich hätten wir doch überall landen können. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht. Na eben. Deshalb müssen wir jetzt los und es herausfinden. Genau. Hier rumzusitzen bringt nichts. Ist immer nur das Gleiche. Deshalb gehen wir. Hast viel nachgedacht in letzter Zeit, oder? Dank dir. Wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre mir sowas Love bestimmt Triangle. Niemals eingefallen. Kairi, danke. Keine Ursache. Meinst du ihre Stimme oder seine Stimme, Brummi? Denn seine kann ich dir sagen, das ist entweder Krillin Sora. Von Dragon Ball oder Anakin du Skywalker, eine, Episode 2 oder? Und 3. Ihre. Eine Papu-Frucht. Wenn zwei Leute sich ich glaub, eine teilen, ihr von Digimon oder unter anderem. Sich ihre Schicksale. Bin mir nicht ganz sicher. Einer wird zum Teil des anderen. Egal, was passiert.
Komm, ich weiß, du willst es probieren. Was redest du? Ey, nicht wegschmeißen. Macht man nicht, ist unhöflich. Also Riku mit Doppel-K. Okay, also fast wie Riku aus Xenoblade, nur mit Doppel-K halt. Okay. Wow, neue Sequenz. Ach, ich dachte, jetzt kommt die FF7-Musik von Rufus. Nein, schlimmer. Riesiger leerer Raum. PlayStation 2 Grafik, liebe Leute. Was? Klar. Wasch auf, Kofi! Wasch auf! Es ist furchtbar! Hallo, Donald! Guten Morgen! Wir haben ein Problem, Kofi, aber so das nicht weiter. Oh, Königin Minnie? Nicht mal ihr! Daisy? Es ist geheim! Oh, guten Morgen, meine Damen! Was? Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es irgendwie cool, dass man diese Stimmen von Donald und Goofy hat, die man so kennt aus der Kindheit. Aber ich kann das Spiel auch total gerne ohne Disney-Einfluss spielen, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche das nicht. Naja, gut. Also ich meine, das Ding ist, ich habe ja den besagten 358,5 Days, ich hasse das Spiel, auf Englisch auszusprechen, das ist ekelhaft, habe ich ja durchgespielt damals und das ist größtenteils von Disney-Charakteren verschont geblieben, deswegen war es so gut. Naja, aber es ist okay. Ich kann damit leben, denke ich. Müssen wir jetzt einfach, ne? Edith und ich, wir gehen heute auf eine kleine Erkundungstour. Ja, mach. Du weißt schon, zu diesem geheimen Ort, der hinter dem Riesenbaum ist. Was muss da doch sein? Ich habe echt nur diese paar Häuser und das da, ja? Komm ich da hin? Geheimer Ort. Das war einfach. Heia! Mann, Mann, Mann. Das Spiel muss sich aber erstmal entwickeln, ne? Das ist ja noch sehr slow-paced. Na, du Stein. Wohin die Tür wohl führt? Ja, keine Ahnung. Lass mich raten, ich kann die Tür wieder mal nicht öffnen. Ja, natürlich. Ob die Tür gemeint war am Anfang des Spiels? Wahrscheinlich nicht. Aber man soll es wohl denken. Aber ich denke, es wäre zu einfach. Ich bin fast sicher, ich komme durch die Tür und woanders hin demnächst in der Story. Aber ich bin sicher, dass es nicht die Tür ist, die hier gemeint war. Oh, das ist auch auf da oben. War vorhin noch zu gewesen. Ach, ich will mal springen drücken mit dem Knopf. Ah. Geht sogar. Ist halt zum Einführen. Du willst irgendwie. Ja. Ist ja richtig, Duffy. Upp. Ist ja auch legitim und richtig und überhaupt nicht sowieso. Ah, hier ist das Floß, verstehe. Na, Kairi, wie geht's denn so? Weiß ich, so ein Floß ohne alles und auf ungewisse Wanderschaft, Seereise, wäre mir ja nichts. Das Floß ist fast fertig. Wir müssen nur noch den fehlenden Proviant aufladen. Sag, hast du Riku gesehen? Mit einem K.
Wie unser Nopon also. Doch nicht mit Doppel-K. Hm. Warum hat das Zocken eigentlich früher mehr Spaß gemacht als heute? Kommt stark drauf an, Vincent, würde ich sagen. Es gibt auch heute noch super geile Spiele. Aber das Thema hatte ich erst vor ein paar Streams gehabt, irgendwo, ich weiß nicht, welchen Stream das war, wo ich darüber philosophiert habe, warum Spiele so seichter geworden sind, viele Spiele. Weil das, glaube ich, viel zum verlierenden Charme und verlierenden Gameplay-Mechaniken geführt hat, weil einfach die Grafik gigantischer wurde, die Ressourcen, die reingesteckt werden. Aktuell sind tausend Leute gefühlt in einem großen AAA-Projekt dran. Und was machen die? Grafik supergeil, Grafik. Da wird das Spiel gestehen, das Gameplay, FPS und keine Ahnung, Dinge auf der Strecke, die man sonst eigentlich lieber haben wollen würde. Und auch Story zum Teil. Ich glaube, das ist Grund, warum heute viele große Produktionen nicht mehr so geil sind wie früher tatsächlich. Aber es ist bloß meine Spekulation. Ja, das sehe ich auch, Rumi. Ich bin gleich da. Mach mal Platz hier. Warst du alleine gerade? Ich habe nicht X gedrückt aus... Nee, macht einfach so. Okay. Ja, toll. Ah, doch. Ein Pilz. Danke, Brumi. Stopp. Und es gab einen Hauch von nichts. Schön. Da komme ich, glaube ich, nicht angesprungen. Da habe ich nicht gerechnet gerade. Lieber ein bisschen weniger aufgemachte Grafik, damit mehr tief wird der Charakter und der Story. Ja, ich glaube, Story ist das, was weniger leidet. Ich glaube, ja, Gameplay leidet, aber ja, prinzipiell. Mir ist alles wichtiger als Story, als Grafik in dem Spiel tatsächlich. Grafik ist geil, Grafik ist super, wenn sie super ist, aber was das Spiel braucht, um zu leben, ist Gameplay in erster Linie und je nach Spielgenre natürlich, Story, Charaktere und so weiter. Das kann wichtig sein, kann aber auch tatsächlich völlig sekundär und unwichtig sein, je nach Spiel. Also RPG-mäßig, klar. Brauchst du gute, tolle Charaktere? Gar keine Frage. In einem Shooter vielleicht nicht unbedingt. Aber Gameplay ist halt das Entscheidendste für mich, ganz klar. Ich bin ja schon grafikverliebt. Ja, das bin ich irgendwo auch Fan drauf, aber ich kann trotzdem mit weniger guter Grafik durchaus leben. Und wie gesagt, ich habe lieber flüssige FPS. 60 ist ja heute so auch so ein Ding, was konsolentechnisch immer schwierig war, auch heute noch mit PlayStation 5 und so weiter. Auf PC kenne ich es eigentlich nur so, seit einigen Jahren, ne? Für mich sind 60 FPS sehr wichtig bei den meisten Spielen, nicht bei allen Spielen. Aber halt Gameplay generell, Finesse, Tiefe und so weiter, das ist das, was mich fesselt an so einem Dingens. Aber wenn man jetzt einen Xenoblade noch nimmt zum Beispiel, da ist das Gameplay auch super, aber da ist halt die Handlung mega gigantisch geil. Naja. Die ganzen Fortnite-Kiddies wollen nur Grafik und keine Mechanik und Story. Sagst du so, wo Fortnite auch keine gute Grafik hat, aus meiner Sicht. Ja, bloß Mittel zum Zweck-Grafik, aber naja. Ja, es ist... Ja. Diese ganzen Gas-Games, ne? Games as a Service ist halt auch so ein Ding. Das ist... Was zieht ganz extrem und... Warum auch immer. Die Masse kauft's und daher wird's auch gemacht und... Die richtigen... Ich sag mal, richtigen Gamer, das ist, klingt doof, sowas gibt's nicht, es ist, sehr elitäres Quatsch, aber es passt gerade als Begriff. Die müssen ein bisschen drunter leiden irgendwo. Außer bei so einem Comic-Spielen, da stört's mich nicht. Fortnite, was das? Kenne ich nicht. Richtige Antwort. Comic-Spiele, auch faszinierend. Aber ja, ich weiß, was du meinst und ich sehe es ähnlich. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Kommt das zufälligerweise aus Final Fantasy? Die Antwort ist ja. Wie würdest du es nennen? Excalibur. Ja, komm. Ich frag euch lieber nicht, weil ich habe das Gefühl, ihr sagt mir doofe Namen, die ich nicht machen möchte. Ich nehme Excalibur fast. Ich bleib beim Default. Excalibur. Hey, wär's mit... Also wie immer? Na, dann mal los. Was jetzt schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Der gewinnt, der bekommt den Namen, schätze ich mal. Die üblichen Regeln, ihr könnt jeden Weg nehmen. Okay. Varo spielt immer heimlich Fortnite. Aha. Sowas aber auch, Varo. Was ist denn da passiert? Oh. Wer als erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. Gewinne ich? Bin ich Captain. Wenn du gewinnst, dann teile ich mir eine Papo mit Kairi. Hä?
Abgemacht? Der Sieger teilt sich eine Papufrucht mit Kairi. Warte mal. Okay, Jungs, auf mein Kommando. Ist das sowas wie ein Date? Papufrucht teilen? Oh, der ist schon. Der ist bestimmt schneller als ich. Nein! Wow! Wow! Oh, was? Der springt viel weiter als ich! Der schummelt! Ich schaff's! Hey, ich bin. Achso, ich muss. Ah, scheiße, ich muss nicht zum Floß! Kacke! Das war's, verkackt. Dammit. Oh. Ehrlich jetzt? Oh, nein! Oh, toll. Schiebung, nochmal. Shit. Völlig verkackt. Ja, dann haben wir halt beide was zusammen, was soll's. Sora, Pech gehabt, du bist außen raus, außen vor. Dreckiger Mist. Jump'n'Runs, du gar nicht meins, ne? Und dann noch so ein Parcours, den ich gar nicht kenne von vorher. Es ist einfach nicht fair. Und du? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Hier ist kein weiterer führender Parcours. Oder war es wieder zurück, hat sie gesagt? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Selber schuld. Ja, zurück wieder. Okay, cool, das war das Ding. Ja, wenn man zuhören würde, ne? Ich bin in Gedanken bei euch beim Chat. Das ist das Problem nämlich an der Stelle. gibt es so ein schönes Meme zu Gamer 1 trifft Gamer 2, die unterhalten sich und finden raus, beide Gamer freuen sich. Dann findet Gamer 1 heraus, dass Gamer 2 Handy-Gamer ist und geht erstmal die Hände waschen, weil der das Handy-Gamer berührt hat. Würde ich auch, glaube ich, so machen, ja. Nein, Varu. Du bist entlarvt. Verteidigung sinnlos. Tut mir leid. Nein, ich will kein Fortnite spielen. Ich hab die Marke. Was? Welche Marke? Mann! Welche Marke? Ich hab da keine Marke gesehen. Wollt ihr mich verarschen? Oh, nochmal Mist laufen oder was? Was für eine Marke? Ich bin auf den Weg gelaufen, ich glaube. Oh nein. Was soll ich tun? Also ich habe auch mal Fortnite gespielt, einfach nur um zu sehen, wie kacke das tatsächlich ist. Und ich habe nach wenigen Gründen aufgehört, weil es einfach scheiße war, wirklich. Also ich will ja, ich hetze ja ungern gegen Sachen, die ich selbst hier probiert habe. Deswegen die eigene Erfahrung gemacht und gesagt, es ist einfach nur Schrott, das Spiel. Ja. Und das ist auch gerade Schrott. Jump'n'Run, wie gesagt. Oh, warum springst du denn nicht? Habe ich erwähnt, dass Jump'n'Run nicht mein Genre ist? Absolut nicht. Noch nie gewesen. Und auch 3D, ganz, ganz schlimm. 2Ds gehen ja noch einigermaßen, aber 3D Jump'n'Run, wow. Einfach nur wow. Welche Marke denn überhaupt? Ich sehe keine Marke. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie Rico gelaufen ist. Geht da rauf und da was berühren? Genau, das Spiel ist kacke. Und das ist alles, was man dazu wissen muss. Naja, und natürlich, das war, wo das Spiel gerne spielt mit Kev. Das muss man auch noch wissen. Okay, das geht schon mal nicht. Das muss man auch wissen. Welche Marke denn? Ich komme nicht weiter im Spiel, weil ich eine Marke nicht berühre. Nicht finde. Scheiße. Genau, ja. Es hat sich irgendwann gefragt, ob ich mitspiele. Ich wurde gelockt mit, da gibt's auch Geralt. Ja. Welche Marke?